Alrighty, Sen, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch schon mal. Und ja, es gibt eine kleine Info, die habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Oder ihr wisst noch nicht ganz, was es bedeutet. Zum Valentinstag am Sonntag gibt es eine kleine Aktion von Shakes and Fidget. Es wurde ein Gutscheincode geteilt, den man dann an dem Tag am Sonntag, wenn man mindestens Level 10 ist, eingeben kann. Und wo man das macht, das zeige ich euch. Ihr müsst im Prinzip erstmal auf Coupon gehen. Ja, das heißt, ihr klickt auf das Plus, auf den Pilzdealer, habt ihr den Pilzdealer, dann habt ihr hier Coupon. Zack, gebt hier deinen Code ein und dann müsst ihr, nicht das eingeben. Ich dachte, ich hätte schon kopiert. Valentine. Ja. Und zwar, ich habe es kopiert, Valentine 21 eingeben, so hier. Aber es sollte auf jeden Fall auch groß sein, weil auf jeder Plattform, Twitter, Instagram, ist es groß geschrieben, gib mir den Bonus. So, Coupon not ready. Das klappt nur am Sonntag, könnt ihr das machen. Gibt unlimitiert, also für jeden Charakter einmal. Das heißt, ihr solltet das, wenn ihr mehrere Server spielt, auch auf jedem Server machen. Ein Epic umsonst. Ja, ist geil. Ist geil. Deshalb, werde ich wahrscheinlich auch ein kleines Rate-Gewinnspiel machen. Dazu dann aber mehr am Sonntag an dieser Stelle. Und, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich weiß noch nicht, nur was ich als Gewinn ausbringe. Man kann halt immer 10 Euro Passive-Card oder sowas, klingt zwar immer ganz nice. Manche, ich guck mal, ich überleg mir das mal. Ja, aber auf jeden Fall wird es ganz witzig. Und ich finde es auf jeden Fall ganz nice, dass es diese Aktion gibt. Beachtet aber auch, dass ihr am Valentinstag das Pet finden könnt. Moment, ich glaube, ja genau, Flossnessel auf Deutsch, auf Englisch, weiß ich nicht. Kann man nur am Valentinstag finden. Zum Beispiel auf Server 41 konnten wir das auch noch nicht finden. Eins der wenigen Pets, die noch nicht gefunden werden konnten. Ich weiß gar nicht, haben die Top-Spieler schon 99 Pets? Ne, 97 ist das Maximum, wie es aussieht. Das heißt, das 98. Pet zum Beispiel für Server 41 ist das. Und für mich ist es, glaube ich, weiß ich nicht, das 93. Mir fehlen noch ein paar. Aber da bin ich auch nicht so ganz krass hinterher gewesen. Aber das solltet ihr auch beachten, es geht nur an diesem Tag und ansonsten habt ihr natürlich die Chance, das Event zu nutzen. Und ich muss sagen, ich habe jetzt ja in meiner Alu so ein bisschen angefangen und das mit dem 15 Mal zerlegen ist auch ganz nice. Ja, also ich habe jetzt hier schon einmal zerlegt, die beiden Sachen kann ich auch zerlegen. Ich brauche ja vor allen Dingen auch Erze, ja, wobei auf dem Server mittlerweile brauche ich auch mehr Kristalle. Man könnte sich jetzt tatsächlich Epics blättern und die hier reinballern. Ob sich das jetzt für mich so krass lohnt, weiß ich nicht. Muss mir überlegen, ob ich das am Sonntag vielleicht noch mache. Der Stein ist auch nicht so schlecht. Kann ich den hier schon einsetzen? Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Spaß bei dem Event. Ich werde auch noch mal sicherlich ein Video zum Epic-Event irgendwo machen, auf einem oder zwei Servern. Wie gesagt, Sonntag dann ein spezielles kleines Video geplant wegen dem Code. Und da solltet ihr auf jeden Fall dabei sein und einen Kommentarfinger fertig haben, denn da müsst ihr nämlich einen Kommentar schreiben, liebe Leute. Das war's dann erstmal von mir. Haut rein, macht tschüss und Servus, euer Basti.